Hallo, liebe Tarotfreunde, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu dieser Legung, in der wir uns gleich anschauen werden, wie es dir geht und was dir aktuell das Tarot rät. Ja, weil wir manchmal nicht wissen, wie es uns geht, das irgendwie nicht in Worte fassen können, das irgendwie nicht, vielleicht nicht ganz verstehen. Und deswegen schauen wir uns das heute hier an, ohne Auswahl. Es ist eine reine Inputlegung. Hört sie euch einfach an. Entweder es passt oder es passt nicht. Okay, was sagt denn das Tarot? Wie antwortet denn das Tarot auf die Frage, wie geht's dir? Wie geht's dir aktuell? Wie geht's dir aktuell? 10 der Schwerter. Was ist los? 10 der Schwerter. Vielleicht seid ihr erschöpft. Liebe Damen, liebe Herren, gut möglich, dass ihr erschöpft seid. Gut möglich, dass ihr hier Probleme mit einer Person habt. Ja, also Frauen haben hier sehr wahrscheinlich irgendwie eine energiebelastende Geschichte mit einem Mann oder haben sie gerade hinter sich oder sie ist aktuell noch in ihrem Leben oder emotional noch vorhanden, der Mann schon lange weg, aber die schweren Emotionen sind immer noch da. Alle Herren, die mir zuschauen, hier ist Belastung zu sehen. Vielleicht hattet ihr in der jüngsten Vergangenheit eine Situation, die euch sehr viel Kraft gekostet hat. Ja, die sehr viel Energie euch entzogen hat. Also ich sehe hier Erschöpfung. Mir schauen meistens Frauen zu, deswegen werde ich das so beibehalten. Liebe Herren, ihr müsst das Gesagte auf euch anpassen, ja? Oder eure Situation entsprechend anpassen. Was ich hier sehe, sind halt eben Damen, die sehr wahrscheinlich hier eine schwierige Geschichte mit einem Mann hatten oder haben. Ja, ein Mann, der irgendwie sehr viel Energie gekostet hat, der euch sehr viel Kraft gekostet hat, ja, der eigentlich, was sehe ich hier, der euch eigentlich wirklich so, ja, ich will nicht sagen, er hat euch zerstört, nein, das wäre ja fatal, ja, zu sagen, dieser Mann hat dich zerstört als Frau, aber er hat dir sehr viel Selbstwertgefühl, sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Stärke, sehr viel Lebenskraft, Lebensfreude, das hat er dir entnommen oder das hat er dir das hat er hier ins Wanken gebracht, ja? Ich würde das so nennen. So, dass du hier möglicherweise eine Unsicherheit dir gegenüber entwickelt hast, aufgrund dieser Geschichte, aufgrund dieser Situation mit diesem Mann. Und was sagt dir das Tarot? Das Tarot sagt, solltest du ja immer noch auf der Suche sein,
Ausschau halten oder generell dich binden wollen in der nächsten Zeit, ja, oder generell in der Zukunft. Ihr sagt das Tarot, schaut nach Männern, haltet Ausschau nach Männern, die euch energetisch gut tun. Ja, ein Mann, der positiv ist, ein Mann, der mit Sonnenschein zu euch kommt, ja, der warm ist, herzlich ist, aufrichtig ist, offen ist, ehrlich ist. Ja, ihr habt nur so etwas verdient. Ihr habt nur diese Energie, ihr habt nur einen Mann in dieser Energie verdient. Was wiederum bedeutet, liebe Damen, da müsst ihr aber auch euch selbst irgendwie oder zu euch selbst ein wenig streng sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man einfach Männer, die einem nicht gut tun, die energetisch nicht gut sind, die sich komisch benehmen, die sich gar nicht benehmen, ja, also die vielleicht gar nicht aktiv sind, dass man solchen Männern einfach keine Aufmerksamkeit schenkt. Noch nicht mal im Innersten, ja, oder schon gar nicht im Innersten. Ja, verschenkt nicht euer Herz irgendwelchen dahergelaufenen Männern, die ihr nicht überprüft habt. Weil sonst habt ihr wieder Liebeskummer. Ja, ich habe neulich so einen Kommentar gelesen. Da hat eine Dame geschrieben, sie kann nicht gleichzeitig mehrere Männer daten, weil das bedeutet ja, dass sie sich jedes Mal öffnen muss, vertieft investieren muss und so weiter und so. Und das kann sie nicht mit mehreren gleichzeitig, das kann sie nur bei einem, ja. Da sage ich selbst schuld. Beim ersten Date wird noch gar nichts investiert, außer die eigene Zeit. Beim ersten Date wird nicht das Herz verschenkt. Wenn ihr das tut, ja, das könnt ihr tun. Es ist schlecht, wenn ihr das tut. Aber die Konsequenz danach, ja, mit der müsst ihr dann leben. Also das erste Date oder die ersten Dates generell, da geht es einfach nur darum zu schauen, mit wem man es zu tun hat. Wie adäquat das Gegenüber ist, ja, in welcher Energie das Gegenüber ist, wie er überhaupt ist, wie er sich überhaupt benimmt. Was hat da irgendwas mit sich öffnen zu tun, mit investieren zu tun, Mädels? Ich muss gerade schimpfen, ja, weil dann wundern sich Frauen, oder das höre ich auch sehr oft, oder ich lese das sehr oft in den Kommentaren, wundern sich die Damen, ja, dass es keine Kavaliere mehr gibt. Ja, wenn ihr nach dem ersten Date schon denkt, es geht in Richtung Beziehung, wollt schon heiraten, wollt den Mann schon, ich weiß nicht, wollt den Mann schon irgendwie dingfest machen, natürlich wird kein Mann den Kavalier für euch machen. Weil er weiß, wenn er dich das zweite Mal datet oder die Dame das zweite Mal datet, sie das zweite Mal nach einem Date fragt, denkt sich der Mann, oh, wenn ich das mache, bildet sie sich schon gleich irgendwas ein. Sie ist schon längst in einer Beziehung mit mir. Ja, das führt unter anderem dazu, dass Männer keine Kavaliere mehr sind. Weil Frauen schon irgendwie investieren beim ersten, zweiten Date. Beim ersten, zweiten Date geht es überhaupt nicht um Investition. Ja, und wer zwingt dich denn dazu, dich zu öffnen und dich öffnen zu müssen, irgendwelche Dinge zu erzählen, irgendwie schon eine Tiefe, irgendwelche Gefühle? Ey Mädels, wenn ihr so vorgeht, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr am Ende leidet. Das ist die Konsequenz. Man kann an sich arbeiten. Es ist überhaupt nicht normal, sich zu binden beim ersten Date, irgendwelche Gefühle zu entwickeln. Das ist nicht normal. Ja, oder wenn ein Mann nach zwei Dates sich nicht mehr meldet oder nach einem Date sich nicht mehr meldet, ja, dass für die Frau da die halbe Welt oder ihre halbe Welt zusammenbricht, ihr ganzes Selbstwertgefühl. Mein Gott, das ist irgendein fremder Kerl, der kann tausende Gründe haben, warum er dich nicht mehr daten möchte. Und sie müssen noch nicht mal etwas mit dir selbst zu tun haben oder mit der Frau zu tun haben, ja. Warum dieses, das alles so persönlich nehmen, das alles so ernst nehmen? Am Anfang ist alles locker. Und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr das üben. Und üben könnt ihr das, indem ihr viele oberflächliche, am Anfang oberflächliche Bekanntschaften zu Männern pflegt.
Daran könnt ihr üben, daran könnt ihr an euch arbeiten. Deswegen sage ich immer, es sollten im Umkreis der Dame sollten immer irgendwie Männer sein, die sie einladen, die mit ihr Zeit verbringen wollen. Wenn es sie nicht gibt, schaff sie dir an. Ich bin ein wenig streng gerade. Ja, aber wenn ich lese, aber ich investiere, aber ich öffne mich beim ersten Date. Nein, nein. Es wird schlecht enden. Ja, schlecht für die Dame wird es enden. Ich sage es noch einmal, deswegen gibt es auch unter anderem keine Kavaliere mehr oder sehr, sehr wenige. Frauen beschweren sich ständig in den Kommentaren. Sowas gibt es doch gar nicht mehr. Die wollen alle nur Sex und sind gleich bei der Nächsten, wenn man Nein sagt. Also erstens stimmt das nicht. Sind nicht alle Männer so. Ein Mann, der ernsthaft interessiert ist, wird sich bemühen. Ja. Und warum immer Angst haben, dass er Nein sagt oder dass er zur Nächsten geht? Umso besser. Er ist dann aussortiert. Dann wusstest du, was er wollte als Frau. Ja, dass er nur das eine wollte, dass er oberflächlich eingestellt war. Dann soll er doch weiterziehen. Soll er doch sein Glück woanders suchen, sein sexuelles Glück. Du musst deinen Weg als Frau selbst gehen. Du musst wissen, was du für dich willst und musst konsequent sein. Sonst verschwendet ihr eure Zeit. Ja, es gibt Frauen, die verschwenden ihr ganzes Leben lang nur für falsche Männer. Die haben 20 gescheiterte Beziehungen hinter sich, ja, wünschen sich aber nur den einen. Ja, man kann es dann nicht mehr zurückspulen. Man kann nicht sagen, okay, wir spulen jetzt alles 50 Jahre zurück und dann fängst du an, anders vorzugehen. Dann fängst du an, die Männer auszusortieren. Das kann man eben nicht mehr machen. Das Leben ist gelaufen. Frage an euch, möchtet ihr so leben? Heutzutage, was als normal gilt, ja, führt sehr oft genau zu solchen Geschichten, dass Frauen 20, 30, 15 Lebenspartner hatten, Lebensabschnittsgefährten hatten und das war's. Und nicht den einen, mit dem sie durchs Leben gegangen sind. Aussortieren. Ja, so typisch weiblich ist auch, liebe Damen, das muss ich hier leider jetzt auch sagen, typisch weiblich ist so, oh, hier ist ein Mann in meinem Leben, bestimmt von der höheren Macht. Das ist Schicksal. Ich muss ihn mir jetzt irgendwie vornehmen. Ich muss ihn annehmen. Nein, musst du nicht. Du musst ihn prüfen auf Herz und Nieren, wer das ist, wenn er Interesse bekundet. Das ist deine einzige Aufgabe, Pflichtgefühl sich selbst gegenüber. Wertschätzung sich selbst gegenüber. Nicht irgendwas dazulassen, was gerade in deinem Leben, irgendwie an deinem Leben vorbeigeschlichen ist, ja, dein Leben irgendwie so ein bisschen berührt hat. Ja, woher kommt denn das, dass Frauen sofort so eine große Bedeutung Männern schenken? Mädels, woher kommt das? Das kann man machen, aber die Konsequenz ist am Ende sehr, sehr schmerzvoll. Ich musste das mal loswerden, ja? Hier ist die Karte der Justiz. Das ist die Mutter, die Schwester, die größere Schwester oder die ältere Schwester der Königin der Schwerter. Was bedeutet, ja, dass man rational vorgehen sollte? Damit dir das nicht nochmal passiert, ja, das hier, die 10 der Schwerter hier, aufgrund eines Königs, aufgrund eines Mannes, solltest du beim nächsten Mal oder generell, solltest du daran etwas setzen, dass du hier rational vorgehen kannst, dass du dir den Mann richtig anschaust, ob er überhaupt es wert ist, dass du ihm Aufmerksamkeit schenkst.
Ich stelle einfach immer wieder fest, dass Frauen trotz dieser ganzen Emanzipationsgeschichte, ja, ich finde das einfach Mist, ich finde, das hat der Frau nicht gut getan. Und trotzdem, ja, totale Emanzipiertheit und totales, wie soll ich sagen, totale Bedürftigkeit der Frau. Sie ist ja weiterhin vorhanden. Ich finde, Frauen haben sich einfach komplett verloren, wirklich. Durch diese Emanzipation. Frauen stehen nicht mehr zu dem, was sie sind. Sie stehen nicht mehr zu ihren Bedürfnissen. Ja, sie haben Angst zu sagen, ja, ich bin 50 und ja, ich möchte heiraten, ich möchte den Mann fürs Leben finden. Ich möchte nicht als Lebensabschnittsgefährtin durchs Leben gehen. Ich möchte den Mann fürs Leben. Sie stehen nicht mehr dazu. Ja, ganz oft lese ich, oder ich weiß, wenn ich das in Videos anspreche, bekomme ich ganz viele Dislikes, ja, aber es interessiert mich nicht, es ist meine Meinung. Liebe Damen, auch wenn ihr am Anfang sagt, nein, ich muss nicht heiraten, das ist für mich total unwichtig. Ihr geht in eine Beziehung, ja? Alles läuft wirklich gut. Ein Jahr, 2 Jahre. Und dann sitzt ihr da und fragt euch, verdammt, es läuft doch alles so perfekt. Ist es für ihn denn nicht perfekt? Wieso fragt er mich denn eigentlich nicht? Warum werden wir nicht zu Mann und Frau? Und manche Frauen sitzen 10 Jahre lang mit dem gleichen Kerl und stellen sich 10 Jahre lang diese Frage. Und am Anfang wollten sie alle nicht heiraten. Und wisst ihr was? Sie haben 10 Jahre in den Falschen investiert. Warum soll ein Mann eine Frau heiraten, wenn sie all seine Bedürfnisse schon ohne den Wisch erfüllt? Ja, ist das denn logisch, liebe Damen? Nein. Warum soll er sie denn ehelichen? Sie macht doch schon eh alles für ihn. Sie ist doch schon quasi wie eine Ehefrau. Sie macht doch alles, was eine Ehefrau auch macht. Der Mann fragt sich, okay, ich gehe jetzt mit ihr zum Standesamt. Was wird sich ändern? Nichts. Und er hat recht. Liebe Damen, ihr verkauft euch unter eurem Wert. Versteht ihr das? Und ihr müsst auch euch selbst verstehen, ihr werdet früher oder später, werdet ihr diesen Mann ehelichen wollen. Auch wenn ihr am Anfang sagt, nein, ihr werdet euch die Frage stellen, ey, es läuft perfekt zwischen uns seit 2 Jahren, wir sind total glücklich. Warum fragt er mich denn eigentlich nicht? Bin ich denn nicht die Frau seines Lebens? Warum fragt er mich nicht? Ihr werdet euch hundertprozentig diese Frage stellen und dann fängt's an. Das ist das Ende oder der Anfang vom Ende eurer Verbindung, eurer Beziehung. Kann sein, dass es dann noch 1, 2, 3 Jahre dauert, bis sie komplett endet, aber sehr oft läuft es genau so ab. Und ich frage mich, warum verkauft ihr euch ja in Anführungsstrichen nicht von Anfang an als Frauen, die den Mann fürs Leben suchen und für die es wichtig ist, geehelicht zu werden? Wenn der Mann damit nicht leben kann, und das für ihn komplett ausgeschlossen ist, ja, dann soll er gehen. Dann ist das nicht euer Mann. Schaut weiter. Ich erlebe das immer wieder. Ich erlebe das bei persönlichen Legungen. Ja, das ist so eine Falle, in die die Frau reintappt, weil sie sich selbst nicht kennt. Ja, weil die Frau möchte immer, 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 immer das Höchste, das Tiefste der Beziehung mit ihrem Mann, den sie an ihrer Seite hat. Sie möchte immer verbessern, immer vertiefen. Das ist vollkommen normal, das ist vollkommen weiblich. Ein Mann ist nicht so. Ja, bei einem Mann oder ein Mann sagt, okay, ich habe hier eine Frau. Wir haben ein eheähnliches Verhältnis, alles läuft, das war's. Eine Frau ist nicht so, eine Frau will immer vertiefen. Vertiefen, verbessern, verändern. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dame dann so weit ist, dass sie sich die Frage stellt, warum fragt er mich eigentlich nicht?
Okay, hier bitte mehr Realismus. Ich weiß nicht, inwieweit ich euch getroffen habe. Ich kann euch nur sagen, dass das Tarot hier sagt, an euch die Botschaft hat, mehr Realismus. Mehr Rationalität, wenn ihr demnächst wieder einen Mann kennenlernt. Lasst euch Zeit. Die Zeit hilft euch, nicht auf die Nase zu fallen. Ja, die Zeit sorgt dafür, ihr könnt immer noch fallen, ja. Also die Zeit ist jetzt kein Garant dafür, dass alles hundertprozentig am Ende gut laufen wird. Ihr könnt fallen, aber ihr werdet nicht so schmerzvoll fallen, wenn ihr euch Zeit lasst beim Kennenlernen, beim platonischen Kennenlernen. Und wenn ein Mann ungeduldig ist, dann soll er gehen. Weil damit zeigt er sich ja, damit siehst du ihn ja. Wenn er sich nicht um dich bemüht oder keine Lust hat, sich um dich zu bemühen, ja, es ist etwas, was vielleicht irgendwie so ein, ja, es kann ein bisschen unangenehm sein, klar. Aber besser früher als später. Später wird es nur noch unangenehmer. Ja, wenn man schon irgendwie Jahre investiert hat für den falschen Mann und das dann am Ende feststellt, das ist dann richtig, richtig unangenehm. Rationalität und nur Männer, die positiv sind. Ja, die in einer sehr, sehr positiven Energie, die offen auf euch zukommen, die offen kommunizieren. Ich weiß nicht, was das im Einzelnen ist. Das ist ja auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Wir sind ja alle verschieden. Ihr seid anders. Ja, ich weiß nicht, was ihr für Prioritäten habt. Die eine möchte das, die andere das, jene jenes und so weiter und so fort. Ja, das ist etwas, was man individuell für sich entscheiden muss. Aber hier ist wieder das Ass der Schwerter. Ja, was kann euch helfen, liebe Damen? Was kann euch helfen? Rationalität. Rationalität, Bewegung. Also, wenn ihr merkt, ihr datet vielleicht einen Mann und er tut einfach nichts, um eure Verbindung irgendwie voranzutreiben. Das muss ja auch tatsächlich Stufe für Stufe muss das geschehen. Hier noch die 9 der Münzen. Stufe für Stufe. Und wenn ihr merkt, ihr datet und datet und datet, oder ja, es gibt auch Frauen, die haben irgendwie ewig Kontakt mit dem Mann. Auch hier, ich sage es noch einmal, sich übers Internet, über irgendwelche Apps lernt man sich nicht kennen. Man muss von Angesicht zu Angesicht, man muss zusammensitzen, man muss Zeit miteinander verbringen, man muss spazieren gehen, ja. Also wirklich sprechen mit dem anderen und ihm dabei in die Augen schauen können. Das, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. In der heutigen Zeit, ich lese das sehr oft, auch hier, ja. Frauen haben sehr oft irgendwie über Monate Kontakt übers Internet, über Apps. Das ist Zeitverschwendung. Das ist absolute Zeitverschwendung. Apps, Internet, das ist eine Möglichkeit, sich schnell zu verabreden. Aber kennenlernen sollte man sich von Angesicht zu Angesicht. Was kann euch hier helfen? Rationalität, Selbstbewusstsein. Ja, dass ihr an euch glaubt. Ja, auch das habe ich neulich gelesen. Hat eine Dame geschrieben, sie glaubt, heiraten oder generell den Partner fürs Leben finden, das ist nur was für junge Leute, für hübsche Frauen. Ach, Quatsch. Also erstens, Attraktivität liegt im Auge des Betrachters, ja, zum Glück. Und zweitens ist das absolut nicht so. Ich weiß nicht. Ich lese manchmal so Lebensläufe von Schriftstellern, von Politikern, ja, von, ich weiß nicht, Schauspielern. Es gibt Leute, die heiraten noch mit 60, mit 70. Ich habe so einen Fall in meinem Bekanntenkreis.
Ja, wo eine Dame mit Mitte 60 geheiratet hat. Das ist absolut nichts für junge Leute. Wer sagt denn sowas? Nur für hübsche Frauen. Auch hier noch einmal. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ihr müsst euch, liebe Damen, das sage ich euch auch, ihr müsst euch selbst definieren, was seid ihr denn für Frauen? Reicht es euch, die Lebensabschnittsgefährtin zu sein? Und nicht nur für den einen Mann, es wird nicht nur der eine Mann sein, vergisst es. Als Lebensabschnittsgefährtin werdet ihr viele Männer haben im Laufe eures Lebens. Und als Lebensabschnittsgefährtin lebt ihr einfach so in den Tag hinein. Da wird über morgen nicht gesprochen, sondern da wird im Jetzt gelebt. Entspricht euch das? Fühlt ihr euch dabei sicher? Fühlt ihr euch in so einer Verbindung sicher? Seid mal ganz ehrlich zu euch selbst. Ja, oder stellt euch diese Frage und beantwortet sie euch selbst. Oder möchtet ihr den Mann fürs Leben? Ich sage euch ganz ehrlich, beim Heiraten oder wenn zwei Menschen verheiratet sind, wird anders geplant. Erstens, da wird überhaupt geplant. Man plant auch ganz anders. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man intensiver und ernsthafter an der Beziehung arbeitet, wenn es Probleme gibt. Man kann halt eben nicht einfach so weg, ja, sagen Tschüss. Ja, oder irgendwie sagen, hier hast du deine Koffer, morgen bist du weg. Es ist erwiesen, ja, es ist durch Studien erwiesen, dass Menschen, die in Ehen leben, anders mit Problemen umgehen. Dass sie überhaupt Probleme lösen miteinander. Wie oft lese ich, seit 5 Jahren zusammen, zweijähriges Kind oder dreijähriges Kind und er ist einfach verschwunden. Nur ein Beispiel. Ein Beispiel von vielen. Oder er ist bei mir eingezogen und irgendwie, ich weiß nicht, wir haben ein halbes Jahr zusammen gelebt und irgendwann bin ich von der Arbeit gekommen und er war weg mit all seinen Sachen. Das ist Realität, das erleben Frauen. Das ist die Realität. Möchtet ihr dieses Risiko eingehen? Ist das für euch in Ordnung, einfach in den Tag hinein zu leben, nichts zu planen? Ja, und irgendwie als Lebensabschnittsgefährtin vorgestellt werden, wenn er euch überhaupt irgendwie vorstellt. Okay, heute ein wenig Input oder sehr viel Input, aber es hat zur Legung gepasst. Meine Decks fangen immer meine Zuschauerinnen auf. Ja? Also hier geht es wirklich um Damen, die irgendwie schlechte Erfahrungen mit Männern gesammelt haben. Und das Tarot hat aber auch direkt einen Ratschlag an euch. Ja, liebe Damen, Rationalität. Ihr werdet nicht einen Mann finden, der weiß, was er will, wenn ihr selbst eine Frau seid, die nicht weiß, was sie will. Wenn ihr euch selbst noch nicht definiert habt, werdet ihr Männer vorfinden, Männer kennenlernen, die selbst auch nicht definiert sind. Ja, es kann sein, dass ihr definiert seid und trotzdem irgendwie komische Männer kennenlernt. Aber je öfter ihr Nein sagen werdet, desto öfter oder desto wahrscheinlicher wird euch das Universum irgendwie irgendwann einen reifen Herrn zusenden, ja, der zu euch passt. Okay, so viel dazu. Eine Legung für euch zum Nachdenken. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr möchtet, bis demnächst.